Herzlich willkommen bei Krückis E-Bike-Tipps. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich das Kiox auf meine Bedürfnisse einstellen kann. Ich kann also sehr viel in der Darstellung am Display verändern. Das möchte ich euch in dem Fall mal zeigen. So, von der Geschwindigkeit aus drückt ihr in der Fernbedienung die linke Taste, die linke Pfeiltaste und kommt dann in das Einstellungsmenü. Da seht ihr schon, dass mein Handy verbunden ist, dass das Bluetooth-System funktioniert und dass ich zurzeit keinen GPS-Empfang habe. So, dann geht ihr auf die Bestätigungstaste und geht in die Einstellungen. Dann kommt erstmal der Button Mein Bike. Wenn ihr das bestätigt mit der Bestätigungstaste, habt ihr erstmal die Möglichkeit, die letzte Tour zurückzusetzen. Oder wenn ihr die Taste Minus nehmt, das halt einzustellen, in welchem Abstand zurückgesetzt werden soll. Das müsst ihr dann bestätigen. Und dann könnt ihr auswählen, täglich oder nach 4 Stunden. So, ich gehe mal wieder zurück über die linke Taste. Das gleiche könnt ihr machen bei der Reichweite. Die Reichweite könnt ihr zurücksetzen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel einen Urlaub macht in den hochalpinen Bereich und eure Akkukapazität natürlich da enorm halt nachlässt und ganz anders rechnet wie im Flachland, könnt ihr das umstellen wieder. Das heißt, wenn ihr wieder im Flachland unterwegs seid, wird das einfach alles ein bisschen anders gerechnet. Wenn ihr dann mit der Minus-Taste noch weiter runter geht, könnt ihr den Radumfang verändern. Das kommt nur dann in Frage, wenn ihr andere Reifen draufgesetzt habt, wo ihr den Umfang vom Reifen einfach nochmal korrigieren müsst. Ich gehe nochmal mit der linken Taste raus aus dem Menü. Dann kommen wir in den Bereich Screens. Da könnt ihr quasi selber einstellen, wie die Oberfläche aussehen soll. Das bedeutet, ihr habt ganz viele verschiedene Screens. Ich meine, 9 Stück habt ihr. Könnt das ja mal eben anschauen. 9 Stück, genau. Und ihr könnt jetzt, wenn ihr mit der Bestätigungstaste einmal arbeitet, in diesen Screen reingehen. Und den Screen ausschalten, ansehen lassen oder nicht. Man kann natürlich hier jetzt auch mit der Minustaste den Screen ändern. So, da wird ihr erstmal gefragt, wie viel Kacheln, also wie viel Darstellung ihr auf dem Display haben möchtet. Ich gehe einfach mal auf 2, weil das schön einfach ist. Ich habe also jetzt hier Geschwindigkeit drauf und Gesamt. Ja, zweimal sogar Geschwindigkeit. Ich habe hier zweimal Geschwindigkeit drauf. Das ist natürlich dösig, das ändere ich mal. So. Und zwar machen wir hier jetzt mal. Gehen wir mal auf Fitness. Und machen hier einmal eine Darstellung über den Kalorienverbrauch. So, dann habe ich das jetzt geändert. Ich kann also mit der linken Pfeiltaste wieder rausgehen aus dem System. Und wenn ich jetzt nochmal rausgehe und nochmal linke Seite nehme und dann mal durchscrolle, wir machen das mal rückwärts, dann kommen wir nämlich sofort in den Screen, den ich gerade eben eingestellt habe. Also Geschwindigkeit und Kalorienverbrauch. Und so könnt ihr eure Screens einstellen, wie ihr möchtet. Also überlegt genau, was braucht ihr beim Fahren, was ist euch wichtig. Und dementsprechend kann man das wunderbar einstellen, dass man nicht zu viel alles überladen hat und vielleicht sogar auch, wenn man schlecht gucken kann, nicht unbedingt alles erkennt. Wie in den vorherigen Videos gesehen, habt ihr ja gesehen, dass sowieso alle Daten aufgenommen werden. Also quasi nach dem Training auch es möglich ist, sämtliche anderen Daten einmal aufbereitet zu sehen. So, wir gehen nochmal in Einstellungen. Da war ja noch ein bisschen mehr. Einstellungen. So, Screens haben wir. Bluetooth. Bluetooth ist dann eigentlich nur wichtig, wenn ich mein Handy verbinden will oder wenn ich ein Brustband habe, was mir die Herzfrequenz misst. Dann kann ich das also da noch dazu tun. Ja, also ihr seht hier, 2 Geräte habe ich drin.
Ich kann die Bluetooth-Suche starten und kann dann dadurch mir Geräte in der Nähe suchen, die ich hier fürs Radfahren, fürs Biken brauche. Ich gehe mal hier wieder raus. Mein Profil. Super, da seht ihr meinen Namen, meine E-Mail-Adresse ist eigentlich unwichtig. Gehen wir wieder raus. Und beim System ist es auch so, da kann ich die Helligkeit einstellen, die habe ich auf automatisch eingestellt, dass wenn ich im Dunkeln fahre, auch das Display ein bisschen abdunkelt und wenn ich im Hellen fahre, das Display also dementsprechend einen besseren Kontrast hat. Ich habe eine Uhrzeit, Datum kann ich einstellen. Die Zielzone kann ich einstellen, ob ich 24-Stunden-Anzeige haben möchte oder 12-Stunden-Anzeige haben möchte. Helligkeit, Hintergrundhelligkeit. Ihr habt eben gesehen, ich habe einen dunklen Hintergrund. Ich kann das ja gleich nochmal eben als Bild mit in den Film reingeben. Wenn ich das jetzt hier umstelle, also quasi draufgehe und dann einfach mit der Bestätigungstaste bestätige, werdet ihr gleich sehen, ich habe einen hellen Hintergrund. Ist mir persönlich, finde ich das schöner. Auch hier die Einstellungen habe ich jetzt alle so eingestellt, wie ich das haben möchte. Das heißt, ich verlasse das wieder, indem ich auf die linke Taste drehe. Und dann habe ich auch nur noch die Informationstaste. Da sind die ganzen Registrierungsdaten drin, alle Lizenzen drin, alle Seriennummern, alles das, was ihr eben auch in den vergangenen Videos gesehen habt, was man auf der App sehen kann. Ich verlasse das mal wieder. Und darunter kommt jetzt auch nichts mehr. Also, wir sind durch. Wir haben alles einmal ausprobiert. Ich hoffe, für euch war was dabei. Ihr habt ein bisschen was daraus gelernt. Viel Spaß weiterhin mit eurem Kiox bzw. mit eurem E-Bike, wo dieses Kiox dran ist. Bis dann!